Ihr wollt mehr Druck auf den Reifen und somit mehr Bodenhaftung? Dann habt ihr hier das richtige Gewicht für euch. Es ist ein Eigenbaugewicht, wiegt 1800 Kilogramm, also wenn ihr zwei drauf klatscht, habt ihr schon ordentlich Bodenhaftung. Auch zum Beispiel bei Silage schieben kann man das Gewicht verwenden oder einfach zum Verdichten. Oder einfach, wenn man hinten oder vorne ein Gerät dranhängt, als Gegengewicht. Ja, mir gefallen solche Gewichte auch immer gut, weil es immer eine Alternative ist zu den herkömmlichen Gewichten. Das ist halt so ein bisschen ein rustikaleres. Wir haben hier die Reflektoren. Die Texturen sind halt jetzt nicht so ganz mega hochauflösend, aber das ist ja egal. Das ist ja, wie gesagt, eher ein rustikales Gewicht. Schön mit Dreipunktanhängung. Man kann auch einen Anhänger vorne ankoppeln, wie wir gleich sehen werden. So, na komm. Wo? Kuh. Und dann haben wir es schon. Kann man Anhänger auch noch ziehen, wenn es sein muss. Mal kurz wegziehen hier. Das Auto nehmen wir auch gleich mit. Das geht dann schon nicht. So, jetzt haben wir es festgefahren. Rückwärtsgang einlegen. Ja, so in etwa. Man, ihr sollt das ein bisschen besser machen, deswegen. Ich kann das nicht. Dann schauen wir nochmal den Shop. Den Shop zu finden natürlich unter Gewichte. Ganz rechts. Lizard Gewicht. Dann 800 Kilo. 5190 Euro. Man kann es auch mieten für 570 Euro. Hm, ja, eigentlich nicht viel zu sagen, 2 Euro am Tag. Wobei ich sage, 500 Euro ist meines persönlichen Geschmacks ein bisschen zu viel, aber okay. Das ist eine Ansichtssache. Darf ja ein bisschen die persönliche Meinung mit reinbringen. Dann schauen wir in die Lok. Die Lok ist komplett fehlerfrei, da ist nichts vorhanden. Das läuft. Ja, mehr gibt es dazu so nichts zu sagen. Einfach runterladen, in den Mods-Ansatz klatschen, Daumen da lassen und weitere Videos von mir anschauen. Bis dahin, ciao!